Neues vom Känguru. Mit Marc-Uwe Kling. Ich klingele. Die Tür wird geöffnet und ich stehe einem Känguru gegenüber. Das Känguru blinzelt, guckt hinter sich, schaut die Treppe runter, dann die Treppe rauf, guckt geradeaus. Ich stehe immer noch draußen. Hab meinen Schlüssel vergessen, sage ich. Das Känguru gähnt. Hello again, sagt es, macht ein Peace-Zeichen und schlurft zurück ins Wohnzimmer. Erschöpft schleife ich meine Gitarre und meinen Koffer in unsere Wohnung. Das Känguru liegt schon wieder in seiner Hängematte im Wohnzimmer und summt vor sich hin. Ich lasse mich auf die Couch fallen. Frag mich, wie es auf Tour war, sage ich. Wie war es auf Tour? Fragt das Känguru. Nun ja, sage ich. Ich war ja mit der Band unterwegs und gestern sind wir in Oberniedergummersberg aufgetreten und ich habe unter anderem so ein altes Straßenkampflied gesungen, Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Und erst im Nachhinein habe ich festgestellt, dass fast das komplette Publikum aus der SPD-Ortsgruppe bestand. Und? Die wollten partout nicht mitsingen, sage ich. Dabei habe ich die mehrfach aufgefordert. Hättest du lieber mal vorneweg ein bisschen Marktforschung gemacht, sagt das Känguru. Wer hat uns verraten? Christdemokraten reimt sich doch genauso gut. Ja, sage ich. Ich muss mich einfach noch mehr als Dienstleister verstehen. Kann dir doch egal sein, was du singst, sagt das Känguru. Die Leute haben bezahlt, also sing gefälligst, was sie hören wollen. Weißt du, sage ich, das Komischste war, es hat denen überhaupt nicht gefallen, was wir da vorne auf der Bühne gemacht haben, aber die haben die ganze Zeit brav geklatscht. Das sind die so gewohnt von ihren Parteitagen, sagt das Känguru. It's Fritz.